Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 2.11.2022 und unser DAX scheint hier ein bisschen aus dem Wasser erstmal rausgegangen zu sein, hat auch sein Surfbrett erstmal mitgenommen und da muss man schon sagen, aufpassen. Diese Katze sagt aufpassen, Freunde, aufpassen. Auf jeden Fall die 200-Tage-Linie schon fast zum Greifen nahe. Ja, das sieht so nah und erreichbar aus. Aber diese Tageskerze sagt uns aufpassen, nachdem die vorherige Kerze ja schon ein bisschen einen Dämpfer hatte. Hier gilt es jetzt vorsichtig zu sein. Wir hatten gestern gesagt, dass dieses Bewegungsverhalten vom Dienstag, ja, vom Montag, Entschuldigung, vom Montag eher sogar bullisch zu werten war, ne, mit diesem Tief und dann dem Aufdrehen und dem Flachhalten hier, dass er dann durchaus hochgehen könnte in die 3,50 und auch 4,45. In die Begrenzung wieder rein. Das haben wir gesehen. Er hat oben schon mal an der oberen Keilkante gekratzt, wird aber deutlich abverkauft. Das muss man hier einfach so sagen. Und aus der Perspektive wird es natürlich jetzt super interessant. Bricht uns jetzt natürlich jetzt hier diese Verkeilung weg. Dann macht er direkt nach unten halt dicke Suppe auf. Ja, also was soll ich dazu sagen? Das ist einfach so, ne? Das heißt, sollten wir diese Bewegung fortsetzen und aus dieser roten Kerze schon einen Impuls ziehen, würde jetzt hier, würde der direkt ohne irgendwelche Faxen nach oben am Mittwoch nach unten weiter durchtreten und sich unter 300 schieben. Und unter 300 würde ich dann damit rechnen, dass er probiert, an der Verkeilung rumzuschrauben. Die kommt dann zu einem Bereich um 230, 200 und alles, was drunter geht, wird dann Keilausbruch. Keilausbruch bedeutet runter bis 1,20, runter bis sogar jetzt dann 12.800. Das wären die Ziele, wenn die Verkeilung auflöst. Ja, es geht also über diese 13.200. Je nachdem, wann wir ankommen, 13.230, 250 bis 200, das ist die Supportzone. Darunter wird es dann erstmal flockig bis gut und gerne 13.120. Von dort könnte sich theoretisch auch erstmal wieder stabilisieren. Kurzen Pullback zurück und dann Abflug über die nächsten Tage, wenn die Verkeilung auflöst. Ja. Vorlage ist da, definitiv. Beste Chance überhaupt. Also wenn er die Verkeilung spielen will, würde ich fast sagen, dann jetzt. Also, wenn da jetzt nochmal drüber geht und noch weiter hoch, glaube ich, wird das gar nichts mehr. Dann läuft er einfach oben aus der Verkeilung raus und dann verliert das Muster seine Gültigkeit halt. Ne, dann geht er zur 200-Tage-Linie hoch, rammelt die mal an, rammelt sich dann mal einen Tagesschluss drüber und kommt dann erst zurück. Das wäre auch nicht ungewöhnlich. Ja, dann macht er hier oben seinen Fehlausbruch und gar nicht hier. Ja, also. Ja. Das ist es. Das heißt, oberhalb von 13.400, oberhalb von 13.450 darf man weiter Long suchen Richtung 585, 500, 550. Was ist denn hier das hoch? Ja, es ist schon ein bisschen drüber, 565. Ja, 565, 585, aber dann eben auch 200-Tage-Linie im Bereich um 666. Na, ist auch sehr interessante Abfolge wieder. Aber es riecht ein wenig nach Wegdrehen. Also auch mit diesem Bruch hier oben drüber und dieser dynamischen Abwärts, ich glaube, es ist die beste Chance, die er bisher überhaupt mal hatte, den Keil in die Auflösung, zumindest es zu probieren. Er muss ja nicht raus, aber ich könnte mir schon versuchen, da vorstellen, dass er es probiert und dementsprechend mir gut vorstellen, dass er nochmal tief probiert. Aber wenn ich sehe, der ist oberhalb von 400, oberhalb von 450, dann geben wir auch wieder unserem Long frei. Unsere Lisa hat sich ja auch wieder ihre 30 Punkte auf der Long-Seite verdient. Ich würde dann auch wieder Long handeln, wenn er eben oben raus, wenn er stärker zeigt, dann ist es noch nicht so weit. Aber es ist halt schon eine geile Vorlage. Hier könnte ich mir dann sogar vorstellen, unterhalb dann tatsächlich vielleicht sogar auch mal einen Short zu suchen, aber am liebsten unterhalb von der Keillinie, ja. Das wäre mir richtig lieb, weil der Teilabschnitt hier, der wird wahrscheinlich der leckerste von der ganzen Bewegung. Das hier wird ganz schön das Geknüllchen, das wird Geramle, das wird Gestochere, da wird mal ein Close unter einem wichtiges Niveau dann wieder zurückgezieht. Das ist hier dann typische Entscheidungszone. Da wird's ganz schön rammelig im DAX. Aber das hier, das ist dann Terrain, wo er Strecke machen kann. Auch sowas hier, das ist dann ein schöner Bereich, wo er fluffig einfach durchsteigt. Ja, wo dann auch das Shorten Spaß macht. Gut, von daher, schauen wir mal, wie er reinkommt. Schöne Vorlage, verspricht ein spannender Tag zu werden. Und dann wünsche ich euch gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.